Es kann inzwischen als Tradition bezeichnet werden, denn 2013 fanden in Dresden der inzwischen 14. IPOS Sachverständigentag Immobilienbewertung und die Tagung Sachverstand am Bau statt. Neu war allerdings der Austragungsort, das Internationale Kongresscenter. Mehr als 300 Teilnehmer waren zu beiden Veranstaltungen gekommen. Den Auftakt bildete am 27. Juni der Sachverständigentag Immobilienbewertung, erneut mit hochkarätigen Referenten. Die loben vor allem das Profil von IPOS in der Weiterbildung. Da hat IPOS einen absolut positiven Ruf, was das Thema Sachverständigenbewertung, Brandschutz, also die ganzen objektbezogenen Dinge betrifft, definitiv. Von der räumlichen Eingrenzung hat es auch mit dem Thema, es ist in Dresden, gar nichts mehr zu tun, muss man so deutlich sagen. Denn die Teilnehmer kommen ja aus dem kompletten Bundesgebiet und ich glaube, das hat sich die letzten Jahre auch viel stärker rauskristallisiert. Also dahingehend hat IPOS ist auf jeden Fall ein ganz großer Flagg auf der deutschen Landkarte der Fortbildung. Stand die Immobilienbewertung am ersten Tag im Mittelpunkt, wurde der zweite Tag mit dem Fachsymposium Sachverstand am Bau eröffnet. Erstmals trafen sich dabei Sachverständige des BVS Sachsen und von IPOS im Internationalen Kongresszentrum Dresden. Anliegen war es, zwei etablierte Branchentreffs, den IPOS Sachverständigentag und das Bausymposium des BVS Sachsen, zu vereinen. Eine Zusammenarbeit, die sich bewährt hat. IPOS ist auf dem Gebiet der Weiterbildung und Fortbildung sehr stark. Wir sind ein Berufsverband der Sachverständigen. Und das zusammenzuführen erschien uns sinnvoll und auch für die Durchführung der Veranstaltung richtig. Der Bundesverband für Sachverständige ist für uns natürlich ein wichtiger Partner. Wir wollen ja genau das, was dieser Verband will. Wir wollen die Sachverständigen unterstützen. Der Verband natürlich durch eine kluge Verbandsarbeit und wir vor allen Dingen durch eine gute, qualitätsvolle Weiterbildung. Am Freitag stand vor allem zusätzliches Wissen rund um Bauschäden auf dem Programm. Unter dem Motto »Vom Scheitel bis zur Sohle« gaben die 10 Referenten an diesem Tag ihr Wissen an die Tagungsteilnehmer weiter. Ich liebe die Sachverständigentage. Es ist immer ein unheimlicher Synergieeffekt für mich persönlich. Man trifft alte Kollegen, man tauscht sich aus in einer geballten Konzentration, wie man sie in der täglichen Büroarbeit nicht hat. Ich bin jetzt das zweite Mal hier, letztes Jahr schon. Ich habe ehemalige Kollegen jetzt hier getroffen als Erfahrungsaustausch und ich fühle mich eigentlich pudelwohl. Die Sachverständigentage, damit verbinde ich eigentlich aktuelle, brandaktuelle Probleme in der Immobilienbewertung oder auch in der Immobilienwirtschaft, um schnell auf Probleme zu reagieren. In der tagungsbegleitenden Fachausstellung konnten sich Sachverständige, Planer, Baubegleiter und Immobilienbewerter praxisnah über neue Bauprodukte sowie Dienstleistungen informieren. 19 namhafte Aussteller präsentierten ihre neuesten Produkte. Der Blick nach der Premiere von IPOS und BVS Sachsen in diesem Jahr geht nun bereits ins kommende. Wir wollen die Veranstaltung ausbauen, weiterentwickeln, die Ausstrahlung erhöhen. Zum Zweiten haben wir dieses Jahr eine ganze Reihe Themen gesehen, die nicht abgeschlossen sind, die in der Entwicklung sind, wo es Neues geben wird. Das macht auch die Veranstaltung im nächsten Jahr jetzt schon spannend. Wir werden nach der ENEF schauen, was passiert beim Energiesparen. Wichtige Themen für alle Leute, die am Bau unterwegs sind. Ein interessantes Programm wirft damit jetzt schon seine Schatten voraus. Bereits jetzt sollten sich deshalb alle Interessierten, die dann 15. IPOS Sachverständigentage 2014 in Dresden vormerken.